Hallo, hier ist Hans von Köchlein TV. Heute stellen wir euch eine Kartoffel-Rösti-Roulade vor. Die wird mit Schinken und Käse gefüllt. Dazu gibt es einen leckeren Salat und einen Quark-Kräuterdip. So, hier seht ihr schon mal die Zutaten. Kartoffeln, natürlich aus der Region, Eier, geriebener Käse, das ist ein Emmentaler Käse, Zwiebeln und für den Quark-Kräuter-Dip haben wir hier den Quark und den Joghurt und frisch gehackte Petersilie und für die Füllung haben wir den gekochten Schinken und den Emmentaler Käse in Scheiben geschnitten. So, als erstes schäle ich jetzt die Kartoffeln. Das kann ja eigentlich jeder, das ist ja relativ einfach zu machen. Das sind wie gesagt Kartoffeln aus der Region. Da legen wir hier besonderen Wert drauf, dass wir eben regional arbeiten. So, das sind auch noch Bio-Kartoffeln, das ist auch mal eine Stelle dran, die schneidet man einfach weg. So, damit sind wir jetzt mit den Kartoffeln fertig. Die haben wir jetzt geschält. Und jetzt als nächsten Schritt fangen wir an, die Kartoffeln mit der Reibe zu reiben. Machen wir alles per Hand, alles Handarbeit, wie sich das gehört. Man kann es natürlich auch genauso gut mit der Maschine machen, das geht auch. Aber das mit der Hand reiben hat eben den Vorteil, dass man die Kartoffeln nicht so wässert. Und die Maschine quetscht dann doch etwas mehr als das, was man mit der Hand macht. So, damit haben wir die Kartoffeln gerieben und dann können wir jetzt so langsam mal an die Zwiebeln gehen. Die schneiden wir jetzt in Würfel. So, hier haben wir zwei klassische Zwiebeln, also die Haushaltszwiebel. Die schneiden wir jetzt in Würfel, möglichst fein. Also einfach. Ich schneide zuerst in Streifen sozusagen, dann legt man sie quer und schneidet sie längs ein und dann kann man hier ganz einfach, kann man zu Hause natürlich etwas langsamer machen, Würfel schneiden. Den Rest hackt man einfach so durch. Das Ganze nochmal querlegen. Einschneiden und dann so, wenn man ein Stückchen abrutscht, kein Problem, dann kann man die mit der Messermitte schön nachhacken. So, da haben wir die geschnittenen Zwiebeln. Und die können wir jetzt schon mal zu den Kartoffeln geben. So, als nächstes kommen jetzt die Eier. Nehmen wir die Eier, das mal ein bisschen rüber. So, die Eier werden verquirlt, bevor man die da reinmacht, damit sich das Ganze besser verbindet.
können wir jetzt schon mal da drauf machen auf die Kartoffeln. So, als nächstes nehmen wir den geriebenen Emmentaler Käse, fügen den dazu. Und dann können wir das Ganze würzen mit Salz. Und mit Pfeffer. Und ich mache gerne ein bisschen Muskatnuss dazu. Dann nehme ich immer frisch geriebenen, weil der am besten aromatisch ist. So, als letztes wird das jetzt gemischt. Dazu mache ich noch ein bisschen Mehl dazu. Das sind ungefähr 2 bis 2,5 Esslöffel, damit da eine vernünftige Bindung vonstatten geht. Und jetzt mischen wir das alles vorsichtig zusammen. Damit unsere Masse dann vernünftig abbindet. Wichtig ist, dass das gut vermischt wird, damit es nachher auch hält. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann ist es ganz gut, wenn man das mal zwischendurch abschmeckt. Ja, das ist gut. Jetzt können wir schon das Blech holen, da wo wir das dann drauf streichen. Und nun verteilen wir diese Masse gleichmäßig auf dem Blech. So reinschieben, das geht auch. So, und wird das gleichmäßig verteilt und gleichzeitig mit dem Löffel ein bisschen gequetscht, dass das schön zusammenhält nachher. Und das Rollen. Die Seiten ein bisschen befestigen. Wichtig ist, dass das immer gleichmäßig ist, überall an jeder Stelle möglichst gleichmäßig dick ist, damit das nachher nicht unterschiedlich in der Rolle aussieht. Handschuh-Anhut kann man das natürlich noch mal vernünftig andrücken gleichmäßig. So, das sollte so gut sein. So, und nun ist das soweit vorbereitet. Das können wir jetzt in den Ofen schieben. Das machen wir jetzt mal. So, in der Zwischenzeit, in der Zeit, wo die Rolle im Ofen gart und bräunt, machen wir jetzt den Quark-Kräuterdip. Dazu habe ich ja hier Quark, so ungefähr ein Drittel von der Menge.
und 2/3 Joghurt. Das ist ein 10%iger Joghurt. Schmeckt ein bisschen besser als der 3,5%ige. So, dann machen wir ein bisschen frische Petersilie rein, frisch gehackte Petersilie. So, das dürfte reichen. Dann würzen wir das Ganze auch mit Pfeffer aus der Mühle. Der Pfeffer aus der Mühle ist immer aromatischer als der, der schon gemahlen ist. Kann ruhig ein bisschen pikant sein. Dann machen wir da Salz rein. Das ist auch Meersalz, grobes Meersalz in der Salzmühle. Ist auch schön, besser. Und dann mache ich dazu ein kleines bisschen Olivenöl. Ja, das ist schon alles. Und dann rühren wir das Ganze vorsichtig zusammen. Das muss gut gemischt werden, damit der Quark sich auflöst mit dem Joghurt zusammen. Und auch hier immer mal zwischendurch probieren, ob wir genug Zutaten drin haben. Ich kann noch ein kleines bisschen Salz dazu. Ein kleines bisschen Pfeffer noch, was zu wenig. So, schon ist unser Quark-Kräuter-Dip fertig. In der Zwischenzeit stelle ich den so lange in den Kühlschrank. Das ist besser, damit er schön frisch bleibt. So, da ist schon mal unsere Rolle. Das sieht schon mal ganz gut aus. Als erstes würde ich immer hier den Rand ein bisschen lösen, bevor wir das jetzt belegen, damit das nachher auch flüssig darunter geht. Jetzt schiebe ich das Ganze hier runter, dann kann ich das besser bearbeiten. Ja, sieht gut aus. Jetzt kommt der Schinken dran. Den legen wir als erstes drauf, gleichmäßig. Oder ungefähr 5 bis 6 Scheiben. So. So, als kleine Alternative gibt es eine Variante, die vegetarisch ist. Dann lässt man natürlich den Schinken weg und nimmt stattdessen Blattspinat. Belegt das mit Blattspinat, schön großflächig, und lässt einfach nur den Schinken weg. Und schon haben wir eine vegetarische Variante. So, jetzt nehmen wir den Käse, legen den da drauf auf den Schinken. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt muss man darauf achten, dass das sich hier unten gut löst, bevor wir das Ganze jetzt zusammenrollen. Fangen wir hier unten an. Schlagen das erstmal übereinander. Helfen mit der Hand ein bisschen nach. Oben ein bisschen Druck ausüben. Hier richtig draufdrücken, da passiert nichts. Und dann rollen wir das mit dem Backpapier einfach immer ein Stückchen weiter. Zwischendurch mal ruhig ein bisschen draufdrücken, das macht nichts.
Und dann so, dass der Falz unten liegt. Das macht er jetzt ja. So. Vorsichtig das Backpapier runterziehen. Und dann legen wir das Ganze wieder auf das Blech. Ganze noch mal ein bisschen weiter runterlegen, damit das nicht anbackt. So, das Ganze kommt jetzt wieder in den Ofen für 10 Minuten, damit der Käse zerläuft und der Schinken Temperatur bekommt. So, da ist unsere Rolle. Die holen wir jetzt mal hier runter. Das sieht gut aus. Papier können wir unter wegnehmen. So. So, jetzt schneide ich die Rolle. Immer ein bisschen anritzen vorweg und dann glatt runterschneiden. So. So. Die Rolle hier wieder drauf. So, jetzt richten wir unsere Rösti-Kartoffelrolle an. Zieht schön Fäden, wie man sieht. Das sieht gut aus. Sieht lecker aus. Jetzt garnieren wir das Ganze mit einem Salat. Okay. Dann können wir noch ein bisschen Garnitur dran setzen. Ein paar Kirschtomaten. Dazu gibt es hier den Quarkdip. Den legen wir da jetzt drauf. Und dann würzen wir den Salat ein bisschen mit Pfeffer. Etwas Salz. Und ein bisschen Essig. Und ein bisschen Olivenöl. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen garnieren mit frisch gehackter Petersilie. Dann deuten wir es ein bisschen an. Lecker. Ja, das ist unsere Rösti-Kartoffelrolle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sieht jedenfalls lecker aus, schmeckt auch gut. Das Rezept findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns darüber freuen, wenn ihr den Gefällt-Button klickt. Und wenn in Zukunft noch mehr von diesen Videos zur Verfügung stehen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir bedanken uns. Bis bald.